Ich möchte hier einiges von dem, was Sie oben bereits erfahren haben, noch einmal rekapitulieren, und zwar anhand von zwei Abbildungen aus dem Campbell. Es gibt hier eine Zelle, die hat modellhaft nur ein einziges Chromosom und die möchte sich teilen. Als Vorbereitung auf die Teilung wird dieses Chromosom, was hier aus einem einzelnen Chromatid besteht, verdoppelt. Und wir haben anschließend ein Chromosom, was so aussieht, es besteht aus zwei Schwesterchromatiden, das ist das eine Chromatid, das ist das andere Chromatid und die hängen hier am Zentromer zusammen. Anschließend in der Kernteilung, in der Mitose, werden diese beiden Schwesterchromatiden auseinander getrennt und auf zwei separate Zellen verteilt und wir haben zwei Tochterzellen, die identisch sind mit der Mutterzelle. Dieser Ablauf wird im Campbell auch noch in einer alternativen Darstellung gezeigt. Wir haben hier zwei Zellen, die gerade aus einer Mitose herausgekommen sind, also von einer aus einer Zellteilung entstanden sind. Und die eine Zelle, die geht jetzt weg aus dem Zyklus, die differenziert sich, das heißt, sie übernimmt eine Aufgabe und wird sich nicht mehr weiterteilen. Die andere Zelle geht aber noch einmal in diesen Zyklus, um sich später wieder zu teilen. Und deshalb, weil das ein zyklischer Vorgang sein kann, wird das auch als Zellzyklus bezeichnet. Wir haben diesen Begriff weiter oben auch schon gehört. Neben der Mitosephase, wo die Kernteilung und die effektive Teilung der Zelle stattfindet, gibt es eine längere Phase dazwischen, die als Interphase bezeichnet wird. Interphase heißt ja etwa so viel wie Zwischenphase. Diese Phase kann man weiter in drei Abschnitte unterteilen. Ein erster Abschnitt wird als G1-Phase bezeichnet. G steht für Gap, was etwa so viel wie Lücke heißt. Und in dieser Phase wächst die Zelle hier und bildet zum Beispiel neue Organellen aus, wie Mitochondrien oder das endoplasmatische Retikulum. Anschließend folgt eine S-Phase. Die S-Phase heißt so wegen dem Begriff Synthese. In dieser Phase findet nun die Verdoppelung des Chromosoms statt. Also die DNA wird identisch verdoppelt während der S-Phase. Anschließend an die S-Phase folgt eine zweite Gap-Phase oder zweite Lückenphase, in der die Zelle weiter wächst und sich auf die nächste Mitose vorbereitet. Und dann folgt nun effektiv die Mitose, die Kernteilung, also die Teilung des genetischen Materials innerhalb der Mutterzelle und anschließend die Zellteilung selbst oder die Zytokinese, wo wiederum zwei Zellen daraus entstehen. Ein solcher Zyklus kann bei menschlichen Zellen manchmal etwa 24 Stunden dauern. Von diesen 24 Stunden macht die Mitose eigentlich den kleinsten Teil aus, die dauert ungefähr eine Stunde oder sogar weniger. Die Gap-1-Phase dauert etwa 5 bis 6 Stunden und am meisten Zeit beansprucht die S-Phase mit 10 bis 12 Stunden. Dementsprechend bleiben für die Gap-2-Phase etwa 4 bis 6 Stunden. Voilà. Ihre Aufgabe wäre es jetzt, die beiden Abbildungen zueinander in Beziehungen zu setzen, indem Sie die beiden Grafiken nebeneinander setzen und zum Beispiel mit Pfeilen Verbindungen schaffen. Ich nenne ein Beispiel, die Gap-1-Phase oder die Zelle, die sich in der Gap-1-Phase befindet, die wäre in dieser Abbildung hier dargestellt. Und alle anderen Verbindungen sollten Sie selber machen können. Die entsprechenden Dateien können Sie hier herunterladen und in OneNote einfügen und das dort machen.